Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Butschern von Kalle den Ultramäber. Ja, Kalle, der alte Fuchs. Können wir hier lang? Nee, sag mal. Kommen wir jetzt mit der Kirche um Dorf. Ne, ja, so wie Svenny, das ist ja auch schon wieder richtig schick in vorne hingekriegt, ne? So lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe die Schrott fast jetzt wieder weggetan. Der geht mir ein bisschen auf den Zünder, ne? Wenn du dann nur 5 Meter fahren kannst und dann das Gestänge wieder nicht güllen will. Ich weiß nicht, was das ist. Da habe ich... Nee, tut mir leid. Da habe ich ja gar keine Böcke drauf. So, ich hoffe, ich habe einen Mescher gekauft. Eigentlich von dem Ben Hues. Ich hoffe, das geht an unseren Depotfass jetzt dran. Klar haben wir dann nicht mehr diesen Vorteil. Sind wir schnell wegen Dünger hier und Dünger da. Ich hoffe, wir kriegen das so mit. Aber das ist mir jetzt pups egal. Kannst du wohl voll vergessen, den Chikram. Weil das ist ja was für ein Hintern. Müssen wir uns nichts vormachen. Ey, das ist so. Kannst du nicht fahren. Sobald ein kleines bisschen irgendwie in so eine Bodenwelle kommt, zack, Fassgestänge schief. Läuft. Ey, das ist ja gar nichts für mich. Ja, ganz ehrlich. So, hier müssen wir noch Drillerchen machen, ne? Was kommt hier hin? Wisst ihr das, ne? Hier so Weizen hin, ne? Oder gehst du? Eins von beiden. Ein von beiden Brokkoli. Das ist ja ein Schickkram, du. I don't know, ey. Moin, Kartoffeln. Ne, was denn hier? Baumwolle, ne? Oh, Kalle hat die Baumwolle gepflanzt, du. Bevor der in Urlaub gefahren ist, du. I don't know, Kalle, du alten Fuchs. Ich hoffe, mit meinen Videos, das ist jetzt besser mit diesen Leggy-Partys, ne? Ich hoffe, ich bete so. Weil sonst ist ja auch Müll. Aber in OBS habe ich nix verstellt. Also von daher kann das nicht an OBS liegen. Aber es nervt, ne? Wenn man dann nicht weiß, woran das liegt, du, dann bist du echt nach einer Zeit genervt. So, mein Güllegrubber müssen wir hier lassen. So. Hallo, die Weitwill. Weh, du gehst ja jetzt nicht dran, du. Dann könnte es wohl sein, dass der Svenny gleich schlechte Laune hat. Kann es ja nicht sein, so was, du. Kann ich hier an und nur Dünger streuen? Wir müssen hier Gülle ballern. Wir sind hier in Norden. Willst du mich gerade verarschen, oder? Entschuldigung für das Wort. Das ist crazy, ey. So ein Gejuppel, ne? Nur weil du Gülle ballern willst. Aber das war ja echt nicht mehr schön da. Guck mal eben hier. Ah, guck mal, das geht alle. Guck mal, den macht der richtig schicki funny hier dran da. Das ist ja Premium, das geht, guck. Ja, dann so lassen wir das. Da können wir mit arbeiten. Macht er da oben rüber rein. Sind da 2 Kubik drinnen, das machen wir eben voll. Abflug hier, wir müssen da hinten die eine Fläche noch fertig machen. Hinterm Hof muss noch gegüllt werden. Schickram, ey. Voll viel zu tun hier. Ja, eigentlich nicht, aber. Wir holen eben den Deutsch. Du machst das hier, ne? Bin hier mal top zufrieden ausnahmsweise. Bisschen Deutsch vorn. Endlich mal was Vernünftiges heizen. Brauch noch eben Bild, ne? Damit jeder weiß, worum es nicht geht. Finde ich immer gut. Wir könnten rein theoretisch hier Weizen drillen, ne? Da war Gras. Weil wir bestimmt irgendwo noch woanders Gras sehen müssen. Hier wir aufwarten, dann kommt hier Gras hin oder so. Ja, können wir machen. Machen da Gras. Das können wir da hier schon ein Drillerchen von machen, ne? Wenn wir Steinchen gesammelt haben.
Kein Druck zum Drill, ne? Wichtig ist, dass diesen In-Game-Turf, wenn es geht, nur hier so ein bisschen mit Gülleform fertig wird, gekalkt wird. Und dann können wir die Steine neben hier nur sammeln. Den Wagen müssen wir nur abladen. Und dann war's das. Den Rest machen wir nächsten In-Game-Turf. Oh, hier ist er voll, du. Nicht passiert, Profi. Ich hab's noch gesehen. Das wird knapp. Sehen wir, wo haben wir... Ah, der steht hinten unter da, ne? Was ist hier dazwischen? Die Walze? Der Kerner ist nicht schlecht, ne? Aber das ist dann auch so ein Moped, dann weißt du ganz genau, musst du selber arbeiten, ne? Da brauchst du auch nicht mit CP und Helfer irgendwie arbeiten. Passt. Das läuft. Hier in die BGA müssen wir auch mal was einfüllen. Leider nein, die habe ich nicht gesehen. Stressful. It's stressful. Wir können auch mal Wasser fahren. Hat auch mal Vorteile. Hör mal hier! Vorsicht, Baum! Den habe ich gesehen, ne? Ist, was ich heute gesehen habe. Und Bremse rein. Holen wir hier an. Bisschen eben die Verfentung. Ich würde eine da hinten dann noch fertig machen, ne? Nützt dir nix, du. This way. Mit Schub ans Ziel. Aber mit dem Schlepper hier muss ich ja langsam um eine Kurve fahren, weil sonst kriegt er Fallsucht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Der ist manchmal nicht so schön, damit um eine Kurve zu bröckeln. Reifen läuft. Meist Düngung check. Versteinung check. Ich stehe auf der Bremse, ne? Na, ich kann auch hier lang fahren. Fahren wir eben bei der Rinder lang gucken, wie es da aussieht, ne? Ich war da zwar eben schon, aber vier Augen sehen mehr als zwei, ne? Guck mal, das läuft. Helgerlein! Nee, ist gar nicht Helgerlein. Ist dieser komische Mensch hier. Was fehlt oder was? Ja, der eilig, hast du gesehen? Die Kälber läuft. Die sind gut zufrieden. Pferde sind an Hof. So, jetzt müssen wir nur wegen der Ausbringmenge gucken, ne? Doch, macht er. Automatisch. Ich schick mit Mescher. Hat zwar eine kleine Streubreite, aber wir kommen hier auf unser, da, auf unseren Stickstoff. Guck mal, da brauchst du gar nicht dieses alte Gejupsel da immer dran. Dann ist das schon mal Premium, weil so können wir besser fahren, ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Fahren wir halt mit dem Mescher. War noch nie schlecht. Warum soll es jetzt schlecht sein? Oder? Guck mal, der Mischer trotzdem weiter. Das läuft. Erkennt er automatisch Premium. So können wir echt gut Gülle fahren, Leute. Und wieder was Schönes erledigt. Guck hier, andauernd. Da, da. Da hinten. Zum Schluss war ich echt nur noch genervt. Da auch. Hier so. Das geht nicht. Das ist Ernteverlust, weil kein Stickstoff da ist. Kannst vergessen, so weit.
Das passt auf jeden Fall jetzt. Da brauchen wir uns nicht mehr Sorgen drum machen. Wenn das dann jetzt auf Grünland auch noch super funktioniert, ist schon mal richtig gut, ne? Ist halt nur 11 Meter, aber da kann ich mit leben. Was steht hier? Das läuft. Diese Arbeitstage, ne? Oh Mann. Ohne Worte, ne? Hier ein Gülleballer. Können wir auch zur Not um einen Trickgülle vorne. Wenn wir mal keinen Schlepper vorher haben. Weil hier sind wir nicht unbedingt auf einen Riesenschlepper angewiesen. Klar zieht der, der Fendt hat natürlich viel leichter wie der Truck, aber wir können auch Spaß haben beim Glyphon. Das ist manchmal ganz wichtig, ne? Das läuft. Premium. Und sie gleich schon wieder leer. Nee, ne? Nein, ich fährst dich ja zu Tode, du. Ich glaub, noch mal runterkommen, ne? Nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Noch 1000 Liter drinnen, ne? So, jetzt fahren wir aber gleich jetzt den Hof voll machen, ne? Weil jetzt ist es so gut wie leer. Ist leer. So, Abflug. Fullmarken. Hier ist ja noch nichts drin. Guck mal, denen geht's gut, ne? Die lieben das. Guck mal, die eine tanzt Samba. Die dreht sich nur im Kreis. Jetzt hat sie was entdeckt. Hat den Grashalm anfixiert. Zack! Gesehen? Cool, ne? Ich liebe das. Ich liebe es. Ordentlich Schub. Damit wir was schaffen. Langsam um die Kurve. Ganz wichtig mit Fendt, ne? Weil die haben Fallsucht. Oh, das läuft, ne? Premium. Das gefällt mir, da bin ich ja ganz ehrlich, ne? Hier muss ich, glaube ich, auch nochmal die Bohren dran lang formen. Aber wir müssen auch das andere Grünland nochmal eben einmal übergüllinisieren. Wir können auch hier lang fahren. Hier bei der Gockels lang da. Nee, bei der Gockels ist das schwachsinnig. Weil dann kommen wir an derselben Stelle raus, wo wir nicht rauskommen wollen. Wir müssen hier lang fahren. Hier an dem vertrockneten Mais dran lang. Der sieht selbst, wie dröge der ist. Der braucht Water. Unbedingt. In die Drescherhalle von Kalle. Kalles Drescherhalle, ne? Die ist echt Premium. Ich möchte gerne mal wissen, wo der das immer so findet dann, ne? So, hier einen Anker schmeißen. Mal voll den Laden. Das läuft. Oh, der ist schon hier. Guck mal, der hat eilig. Helgerlein ist dann vorn, das ist mir gut. Du weißt, wie es da fertig wird. Oder? Oh, Helgerlein ist schon auf dem Vorgewende. So schnell hat die Steine gesammelt.
Nicht schlecht. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.